Ich habe mir nie vorgenommen zu schreiben. Ich habe damit angefangen, als ich mir nicht anders zu helfen wusste. Hertha Müller, Literatur-Nobelpreisträgerin. Okay, ich möchte es nicht dramatischer machen, als es ist. Aber tatsächlich hat mir das Tagebuchschreiben schon durch schwere Phasen geholfen. Ich fing vor 3 Jahren damit an, in einer Zeit, als mir viel durch den Kopf ging. Ich wusste nicht so richtig, was meine Ziele im Leben sind. Meine Schulzeit war gerade erst vorbei und der Wechsel von dieser geregelten Lebensweise zu einer, bei der ich für mich selbst entscheiden muss, verunsicherte mich. Ich verspürte viele Selbstzweifel und ich war mir nicht sicher, ob mein Wissen und die Wertvorstellungen, die ich bis dahin gelernt hatte, mir in jeder Situation die richtige Antwort liefern. Wahrscheinlich verspürte ich genau die Unsicherheit, die die meisten jungen Erwachsenen kennenlernen, wenn es zum ersten richtigen Reality-Check kommt. Wo finde ich diesen Halt? Fragte ich mich. Ich suchte ihn im Tagebuchschreiben. Zu dem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, ob es mir helfen würde. Es war einfach ein Versuch, meine Gedanken zu ordnen. Ich habe nicht einmal geplant, es für längere Zeit zu machen. Heutzutage halte ich es gar nicht aus, für längere Zeit nicht zu schreiben. Es ist mir ein Bedürfnis geworden, weil ich so viele positive Effekte damit verbinde. Aber eins nach dem anderen. Ich möchte gleich zu Anfang sagen, dass ich nicht glaube, dass es eine richtige Art, Tagebuch zu schreiben gibt. Kein Thema ist tabu, es gibt keine Längenvorgabe oder einen bestimmten Stil. Und ein Eintrag muss auch nicht mit Liebestagebuch beginnen. Wobei, vielleicht gibt es doch eine Regel. Fang nicht mit Liebestagebuch an. Das klingt nach einem Kinderspielzeug mit Plastikschloss. Ich habe auf jeden Fall sehr planlos begonnen und einfach aufgeschrieben, welche Entscheidungen ich in der nächsten Zeit treffen muss und welche Sorgen ich mir mache. Eine Frage dieser Zeit war zum Beispiel: Bin ich mir überhaupt mit meiner Studienwahl sicher? In meinen Ausführungen habe ich versucht, eine Lösung zu entwickeln oder Alternativen abzuwägen. Aber das war gar nicht mal das Entscheidende. Allein das Problem zu benennen und es einzugrenzen, bringt erhebliche Klarheit im Denken. Das Furchteinflößendste ist immer das Unbekannte und deswegen versuche ich beim Tagebuchschreiben immer genau hinzuschauen und mich zu beobachten. Ich frage also weiter: Bin ich mir nicht sicher mit der Fächerwahl? Oder beunruhigt es mich, mein gesamtes Arbeitsleben nur in einem Bereich zu verbringen? Genau solche Fragen sind hilfreich, um sich selbst besser zu verstehen. Ich stelle mir das Tagebuchschreiben immer als Ort des persönlichen Brainstormens vor. Ich entwickle Ideen, versuche sie auszuführen und vielleicht verwerfe ich sie wieder. Ich will beim Schreiben niemanden überzeugen, auch nicht mich selbst. Es ist eher ein Erforschen meiner Gedanken in diesem Moment, bei dem es kein richtig und falsch gibt. Wenn mich ein Gedanke zu sehr beschäftigt, ist hier der Ort, um sich mit ihm auseinanderzusetzen. Manchmal muss man sie eben aufschreiben, um sie zu verstehen. Ich kann dem Tagebuch also Sorgen anvertrauen und das schafft Klarheit. Aber das ist nur einer der 3 großen Aspekte des Tagebuchschreibens. Mit der Zeit wurde mir nämlich klar, dass Tagebuchschreiben so viel mehr kann. Ich habe angefangen, mich mit anderen Themen zu beschäftigen und irgendwann habe ich Folgendes realisiert. Ich verschaffe mir eine Momentaufnahme meines Denkens und entwickle es sogar fort. Was meine ich damit? Im Laufe unseres Lebens beschäftigen uns unterschiedliche Themen. Manche davon sind nur für eine Zeit relevant, zum Beispiel die Suche nach einer neuen Wohnung. Andere beschäftigen uns ein Leben lang. Freundschaften, Familie, politische Meinungen, unsere Ansichten dazu, was ein erfülltes Leben ausmacht. Das Interessante dabei, diese Gedanken entwickeln sich fort. Zumindest sollten sie das, denn wer will schon ein Mensch sein, der sich nie weiterentwickelt? Und genau diese Entwicklung halte ich in meinem Tagebuch fest. Viele Situationen im Leben können dazu Anlass sein. Vielleicht ein verstörender Traum oder ein anregendes Gespräch oder etwas, das ich neu lerne. Immer wieder gibt es Anstöße für mich, um meine Überzeugungen zu hinterfragen.
Genau das tue ich, und zwar in Form kleiner Essays. Ich setze mich also zum Beispiel mit der Frage auseinander, ob ich glaube, ein tugendhafter Mensch zu sein und ob das überhaupt wichtig für mich ist. So ein Essay könnte damit beginnen, dass ich erstmal definiere, was Tugenden für mich sind. Ich will hier ausdrücklich kein Lehrbuch schreiben. Stattdessen will ich herausfinden, was die unausgesprochenen Pfeiler meines Denkens sind. Unausgesprochen ist ein gutes Stichwort. Das Tagebuch gibt mir die Möglichkeit, das Unausgesprochene und vor allem das Unbewusste aufzuschreiben und dadurch an die Oberfläche meines Bewusstseins zu holen. Um zum Beispiel zurückzukommen, ich versuche mich an einer Definition von Tugend. Ich fahre fort und denke darüber nach, welche Eigenschaften darunter fallen. Intuitiv sage ich zum Beispiel, dass Hilfsbereitschaft eine Tugend für mich ist. In meinem Tagebuch würde ich also ausführen, warum ich glaube, dass in Hilfsbereitschaft so ein großer Wert liegt. Um diese Frage zu beantworten, muss ich meine Wertvorstellungen hinterfragen. Vielleicht stellt sich heraus, dass sie nicht so eindeutig sind, wie ich dachte. Etwa, weil ich unhinterfragt eine Meinung übernommen habe. Ich reflektiere jedenfalls mein Denken. Dadurch halte ich es einerseits fest. Andererseits entwickle ich es weiter, weil ich so auf Punkte stoße, über die ich bisher noch nie nachgedacht habe. Auf diese Weise habe ich schon in meinen Texten über Liebe, Erfüllung und die Wertvorstellungen unserer Zeit nachgedacht. Das Schöne ist, und hier kommen wir zum dritten Aspekt, ich kann den Text ein paar Monate liegen lassen und ihn dann wieder lesen und schauen, ist das immer noch die Art, wie ich denke? Und wenn nicht, was hat sich wieso verändert? Meine Gefühle und mein Handeln werden mir klarer, wenn ich mir meine Ansichten derart vor Augen führe. Tatsächlich lernt man sich auf eine tiefere Weise kennen und verstehen. In meinem Tagebuch entsteht ein Bild meiner Persönlichkeit, das sich über die Zeit streckt. Ich bin mein eigener Biograf. Was ich denke und was ich erlebe, halte ich fest. Nicht nur, dass ich meine Entwicklung rückblickend betrachten kann, ihren Verlauf zu kennen, hilft mir, ihren Kurs für die Zukunft zu bestimmen. Erst wenn ich weiß, aus welcher Situation ich komme, kann ich entscheiden, wohin ich gehen will. Ich finde es unheimlich spannend, sich auf diese Weise zu betrachten. Und ich glaube, das wird mit der Zeit nur stärker. Wie blicke ich wohl als 40-Jähriger auf das, was ich jetzt denke? Vielleicht belächle ich mich für meine heutige Art zu denken. Wenn es so kommen sollte, fände ich das okay. Das würde wohl heißen, dass ich mich weiterentwickelt habe. Vielleicht ein Tipp für alle, die das Tagebuchschreiben schon mal ausprobiert haben und dann wieder aufgegeben haben. Probiert es mal auf dem PC oder dem Tablet. Klar, es entspricht nicht ganz der romantischen Vorstellung, bei Kerzenschein Tagebuch zu schreiben. Allerdings geht es schneller. Und vielleicht müssen eure Gedanken dann nicht ewig auf die Schreibhand warten. Wenn es diese kleine Veränderung erfordert, um euch regelmäßig das Schreiben zu erleichtern, ist sie auf jeden Fall gerechtfertigt. Ansonsten würde ich mich über deine Erfahrungen freuen. Schreibst du denn selbst Tagebuch und wenn ja, wie? Hast du vielleicht einen ganz anderen Ansatz? Teile ihn mir gerne mit in den Kommentaren. Vielleicht kann er ja meinen Ansatz ergänzen. Falls dir das Video gefallen hat, gib ihm doch gerne einen Daumen hoch. Und wenn du mich bei meiner Suche nach mehr Bewusstsein begleiten willst, abonniere gerne meinen Kanal. Bis bald, deine Chrissy.